Wetter wird schlechter, keine Sonne mehr. Und Wind nimmt zu und heute Abend bzw. heute Nacht geht es dann los mit dem Sturm. 100% Regenwahrscheinlichkeit mit 50 km/h auf Wind und ja, super uselig. Aber es ist jetzt schon kalt, es ist unter 10 Grad. Und hier in der Wohnung ist ein bisschen wärmer, weil der Trockner und die Waschmaschine läuft. Gerade Nachrichten geguckt. Und hier im Nachbardorf gab es mal wieder ein Drive-by-Shooting. Ich raff sowas nicht. Da hat einfach ja, eine 18-Jährige mit ihrem Freund an der Ampel gewartet in Manteca. Da wohnt auch ein Cousin von Adrienne. Fährt einer neben die und schießt ihr in den Kopf. Ich raff sowas nicht. Aber das passiert hier nicht dauernd, aber ja, öfters. Und das wird als normale News abgetan. Natürlich sind dann natürlich devastating people und so weiter, aber ist jetzt nicht so was Außergewöhnliches, dass das ja, ein Riesendrama gibt. Ja, Lernen ist angesagt, Wetter, ja, und gesund bleiben. Workout auf jeden Fall später. Und mal gucken. Der letzte trockene Tag für die nächsten Tage und es soll eigentlich eine wärmere Sturmfront werden. So viel Schnee wie hier in den Bergen liegt, gab es noch nie. Auf Facebook sind ständig irgendwelche Bilder eingeblendet von Straßenschildern, die fast bis zur Spitze im Schnee stehen. Also entweder es gibt zu viel Schnee, man kommt nicht hin, oder es gibt keinen Schnee, man kommt nicht hin. Aber das soll jetzt eine wärmere Sturmfront sein, die ja einiges von diesem Schnee zum Schmelzen bringt und deswegen gibt es auch diese Flood Warning. Also 3 bis 4 Inches of Rain sind hier erwartet, in Bergen 4 bis 5 Inches of neuem Schnee. Ja, da kommt einiges runter. Und es ist eine Sturmstraße, das heißt, es ist nur so ein schmales Band, was genau hier durchzieht natürlich. Ja, Wohnungssuche, noch kein Fortschritt. Lernen, okay, Fortschritt, ja, aber naja. Also mache ich mir Sorgen. Also gestern habe ich die Videos nicht mehr zusammengeschnitten, nur zum Teil geguckt. Und ja, was mir aufgefallen ist beim Reviewen der Videos, also ich gucke immer, ob ich da ein bisschen zu viel Quatsch erzähle, ob ich da ein Video weglassen muss oder nicht. Was mir aufgefallen ist, dass ich unheimlich oft sage, beim Anschauen selber ging mir das tierisch auf die Nerven. Also mir geht es tierisch auf die Nerven, mich selber sprechen zu hören. Und es passiert jetzt gerade, auch wenn ich massiv drauf achte und versuche es zu vermeiden, passiert es unheimlich oft, dass ich einfach sage. Ich muss versuchen, das sein zu lassen. Aber es ist schwierig, weil ich mache es halt ständig. Mir geht es als, ja, Zuhörer meiner eigenen Stimme sehr auf den Geist und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere von euch auch ziemlich krass davon angenervt ist. Also ich versuche es zu lassen bei jeder Aufnahme eines Videos versuche ich mir zu vergegenwärtigen, dass ich das nicht mehr tue. Mal sehen, wie erfolgreich ich damit sein werde. Ich hoffe, dieser Videoabschnitt war bereits ein wenig besser. Aber ich weiß es nicht. Man bekommt es ja meistens selber nicht so mit. Oh Mann. Ich habe gerade noch mal eine Stunde damit verbracht, nach Apartments zu gucken. Das kriege ich nie hin in 2,5 Wochen. Ich muss unbedingt den Dan mal kontaktieren, wie der sich das denn vorstellt. Denn normalerweise weil es da auch überall eine Application-Fee gibt, muss man halt erstmal einen Antrag stellen auf die Wohnung und dann prüfen die den Antrag. Und diesen Antrag, der kostet zwischen 20 und $40. Das heißt, damit die sich überhaupt damit beschäftigen, mich eventuell in einem ihrer schäbigen Apartments zu akzeptieren, prüfen die
in irgendeiner Form, den Background, die Kreditwürdigkeit und so weiter. Und das lassen sie sich dann auch noch bezahlen von dem potenziellen Mieter. Und das dauert auf jeden Fall länger als 2 Wochen. Ja, wie ich das mache, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Es wird eine Katastrophe. Ich bin jetzt auf verschiedenen Apartment-Seiten, die zwar Apartments anbieten, so um die $500, was wäre natürlich jetzt erstmal okay für die ersten 2 Monate, aber ein weiteres Problem ist natürlich dann auch Mindestmietdauer ist meistens 12 Monate, was weiß ich, wo ich in 12 Monaten bin, und gibt kein Internet. Was soll ich in einem Apartment ohne Internet, wenn ich da ja lernen muss, 3 Wochen lang, wie bescheuert, und natürlich dann auch diverse Dinge im Internet nachgucken muss. Also jetzt kriege ich langsam in die Krise. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum das hier so leise ist, beziehungsweise warum die Lien hier nicht mehr alle 2 Sekunden rumhustet. Liegt im Bett. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Sie hat nur Kaffee gemacht, Küche aufgeräumt, Kamin sauber gemacht, 2 Wäschen angeschmissen, die erste Wäsche zusammengefaltet und hat sich wieder ins Bett zurückgezogen. Ich glaube, das ist das Beste bei diesem, naja, eher traurigen Wetter. Und ja, trägt hoffentlich zu ihrer Genesung bei. Wenn ich mich mit anderer Problematik auseinanderzusetzen habe, die mich wahnsinnig macht. Also da gibt es auf jeden Fall Apartments um die $1000. Ich habe gerade dem Dan meine SMS geschickt. Der hat heute nichts mehr zu tun und ich habe mal gefragt, was er denn für Fortschritte macht bei seiner Apartmentsuche und ob er denn furnished, also ein voll eingerichtetes Apartment sucht oder ein leerstehendes, je nachdem wie viel Kram er halt selber hat. Ob er vorhandenes Wi-Fi sucht oder das eigene mitbringt. Und die letzte Frage, und das ist wohl der Grund, warum er mir nicht geantwortet hat jetzt, da muss er wohl ein bisschen überlegen, beziehungsweise weiß nicht, wie er antworten soll. Amis sind da ja etwas zurückhaltend. Ich habe ihn gefragt, ob er nicht für die ersten 2 Monate einen Roommate sucht. Da bin ich mal sehr gespannt, was er darauf antwortet. Naja. Auf jeden Fall habe ich hier noch ein paar interessante Apartments gefunden, die zurzeit wohl auch available sind. Application Fee $65. Spinnen die oder was? Die machen Kohle mit Applications dann. Also ich weiß auch nicht, ob ich dem hier so trauen kann, denn das sind Postings auf Craigslist. Und na. Da bin ich mir eher ein bisschen kritisch, was die Vertrauenswürdigkeit betrifft. Wetter wird immer schlechter, kühler, uselig. Trotzdem den ganzen Tag in der Bude rumhängen mag ich jetzt nicht so sehr. Und von daher werde ich gleich eventuell irgendwo mal nach draußen gehen. Obwohl das eigentlich auch Zeitverschwendung ist. Ja, der Dan hat mir gerade geantwortet. Und er guckt nach, ich sag schon wieder die ganze Zeit. Es geht mir jetzt beim Sprechen schon auf den Geist. Der guckt nach Plätzen, also Apartments und Häusern mit 2 Bedrooms, Schlafzimmern. Weil, also was ich so bisher weiß, ist, dass er erstmal alleine nach Las Vegas zieht und seine Freundin bleibt erstmal in der Bay Area. Die weiß nämlich noch nicht, ob er mit, ob sie mit dahin kommt oder nicht und bla. Und ja, die Annie bleibt ja auch erstmal hier bis mindestens Ende April, solange hier der Lease noch läuft. Zumindest guckt danach Plätzen mit 2 Schlafzimmern und gibt mir später heute einen Call. Also der ruft mich später am Abend mal an und sagt mir, was denn seine Fortschritte sind. Also noch hat er nichts. Er sucht auch verzweifelt wahrscheinlich mittlerweile, denn ja, es sind weniger als 3 Wochen. Und es wird langsam knapp. Besonders wenn man bedenkt, dass diese Application dann
Background-Check-mäßig auch Zeit in Anspruch nimmt. Und das Umziehen, ja gut, das wird eine volle Van-Ladung. Aber wenn dann kein Internet vorhanden sein sollte, dann muss man sich auch noch darum kümmern. Und das dauert ja dann auch wieder, keine Ahnung. Na, es dauert normalerweise nicht lang, wenn man Equipment mitbringt. Aber ich kann ja kein Equipment mitnehmen, weil die Lehren das ja braucht. Gut ist, dass das eventuell mit dem Dan was wird. Ich kenne zwar jetzt nicht so gut, dass ich da jetzt mit dem auf Dauer zusammenwohnen muss. Ich kenne ihn eigentlich überhaupt nicht. Aber das wäre auf jeden Fall eine gute Alternative, auch mit jemandem zusammenzuwohnen, der genau das Gleiche macht, also die gleichen Schulungen von montags bis freitags besucht, um die gleiche Uhrzeit und so weiter. Das wäre auf jeden Fall gut, wenn das klappt. So, ich befinde mich auf dem Weg zu Walmart, eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang. Irgendwie macht mein Auto schon wieder Faxen. Also ist es jetzt bisher nicht mehr aufgetreten, aber vorhin bin ich in die Kurve gegangen und plötzlich, ja, hat die Servolenkung nicht mehr funktioniert. Also dieser Support vom Servo war plötzlich unglaublich schwierig einzulenken. Aber das war nur für 2 Sekunden und dann war es wieder weg. Also jetzt lenkt die Karre wieder, wie sie soll und mit Unterstützung der Servo. Ich hoffe, das tritt nicht nochmal auf und das war ein Dorn, keine Ahnung, was es war, aber hat mich auf jeden Fall schon wieder in Sorge versetzt, dass da wieder eine Reparatur ansteht. Das wäre natürlich eine Katastrophe. So, gucken wir mal bei Walmart, ob ich das Steak bekomme, was ich im Auge habe. Ich habe nämlich irgendwie nur Hunger auf Steak. Und ja, mehr brauche ich eigentlich nicht. Und ich wollte mal vor die Tür, frische Luft, auch wenn es jetzt nur im Auto sitzen bedeutet, mehr oder weniger. Also gucken wir mal. Okay, das war nichts. Die hatten weder den Replacement Head von meinem Rasierer, noch hatten die das Steak, was ich wollte und im Angebot war. Also das hatten sie zwar, aber da war nur noch ein Stück übrig. Und wenn ein Stück übrig ist, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass das nicht das beste Stück von allen war. So viel fett man da dran. Da hatte ich jetzt nicht so Lust drauf. Und ja, was soll ich mit einem Steak? Soll man dann ein Steak essen? Naja. Also es klappte nicht. Jetzt überlege ich, ob ich noch zu diesem anderen Walmart Supercenter fahre. Ah, das machen wir einfach. Also der zweite Walmart war auch nix. Also auf dem Weg nach Hause fahre ich noch mal diesem komischen Fleischmarkt vorbei. Da wollte ich immer mal reinschauen. Der ist auf dem Weg nach Hause. Wenn die nichts haben, dann kaufe ich halt nichts. Ja, wieder zu Hause, der zweite Fleischmarkt, beziehungsweise der eine Fleischmarkt, den ich mir angeguckt habe und den wir immer mal auschecken wollten, der war auch nix. Das war ein rein mexikanischer Laden mit mexikanischen Mitarbeitern, mehr oder weniger nur mexikanischen Produkten. Das heißt, das Fleisch, das war auch so geschnitten für mexikanische Gerichte. Also alles super thin cut und große Fladen an Fleisch und wird eingelegt in was weiß ich, was für komische, seltsame Soßen. Ja, die Lehne ist nicht zu Hause. Keine Ahnung, wo die ist. Wir reden nicht allzu viel miteinander in letzter Zeit, falls ihr versteht, was ich meine. Egal. Ich mache mir jetzt den Spickzettel und dann Workout-Time. Ich gehe immer zwischen 7 und 8 Uhr in den Fitnessbereich. Ich glaube nicht, dass das die beste Zeit ist, um da immer alleine zu sein. Ich werde das heute nochmal checken. Zwischen 7 und 8. Und bisher in letzter Zeit war da immer jemand, beziehungsweise kam dann, während ich da auf dem Laufband tätig war. Ich muss das eventuell vorverlegen, damit ich sämtliche Geräte zur Verfügung habe. Zurück im Kraftraum. Oh, geht schon wieder gut los mit dem Arm. Zumindest ist keiner hier. Und ich habe alles für mich alleine. Ich hoffe, das bleibt auch so. Es ist ein bisschen später als sonst. Oh, 7:30, kurz nach 7:30. Der Dan hat noch nicht angerufen, wie er meinte. Aber der ist wahrscheinlich auch noch am Suchen nach möglichen Apartments oder Häusern oder wie auch immer.
Ich hoffe, der meldet sich noch. Das Handy habe ich jetzt nicht mit. Während des Trainings will ich jetzt kein Gespräch von 20, 25 Minuten führen. Eventuell ruft er an, während ich hier im Kraftraum bin. Dann rufe ich ihn halt zurück und wenn nicht, dann wird das wahrscheinlich in der Laufe der Woche noch was. Macht aber auch nichts. Los geht's. Motiviert bin ich überhaupt nicht. Ich habe kalte Hände. Meine Knochen sind irgendwie steif und ja, los geht's. 3/4 Stunde gelaufen, 3,5 Meilen, etwas über 800 Kalorien verbraten, zumindest laut diesem Gerät. Immer noch keiner hier, sehr gut. Ich habe die freie Auswahl. Also weiter geht's. Kurze Dusche, ab nach Hause. Heute Nacht geht's los mit dem Sturm. Ab 4 Uhr morgens soll es hier sehr, sehr windig werden. Und ja, bis einschließlich Sonntag durchgehend regnen. Ich bin sehr gespannt. Aber normalerweise ist der Wetterbericht sehr precise. So kann man davon ausgehen, dass es erstmal Dauerregen gibt. Schlechte Mutwetter, das heißt der Mut, Stimmung oder so. Okay, das Wasser heute. Ey. Also erstens sage ich ständig immer noch ey. Und zweitens scheine ich ständig Sachen zu vergessen. Ich wollte doch jedes Mal zum Training jetzt meinen Lernzettel mitnehmen und mir Sachen einbläuen. Wenn ich hier ansonsten nur blöd auf dem Laufband rumlaufe und Zahlen hoch und runter im Kopf zähle. Mein Gott, vergesse ich den Lernzettel. Mann. Lecker Abendessen gab es gerade. Und natürlich, wie vermutet, hatte der Dan mich angerufen, während ich beim Training war und unter der Dusche. Na gut, nachdem ich ihn dann kurz angetextet hatte, ob er noch wach ist, war immerhin schon 10 Uhr und der Junge muss ja mal früh auf, dem war ja noch arbeitet, habe ich ihn ja angerufen und er meinte, ja, er wäre in Kontakt mit mehreren oder mit einer Apartment, wie sagt man, ja, mit so einer Company, die halt mehrere Apartments unter sich hat. Und denen hätte er gesagt, ja, bis $1200 und in der besseren Wohngegend mehr oder weniger, wo man halt nicht Gefahr läuft, was weiß ich, direkt vor der Haustür überfallen zu werden. Es gibt solche Ecken da. Und ja, ihm wurden schon ein paar Sachen zugeschickt und der war davon angetan, zumindest für die ersten paar Monate einen Roommate zu haben, denn die meisten Apartments, die er da vorgestellt bekommen hatte, hatten 2 Bedrooms und er braucht ja nur eins. Und seine Freundin kommt ja erstmal nicht mit. Von daher habe ich jetzt keine Probleme mehr mit dem Apartment, denn wir sind so verblieben, dass er mir zwar die Unterlagen zuschicken und so weiter und ich muss ihm wahrscheinlich ein paar Informationen über mich auch geben, denn ich werde mich wahrscheinlich mit auf die Lease setzen lassen, damit ich auch ein paar Rechte habe. Aber auch wenn das nicht klappen sollte, dann machen wir das dann halt vor Ort. Zumindest kümmert er sich um alles und ich ziehe dann mit ihm ein. Das Einzige, was ich halt sichergestellt haben wollte, war warme Dusche und Internet. Und der hat ja jetzt auch nicht so viel Kram. Der macht das genau wie ich. Am Wochenende, bevor es losgeht, packt er sein Auto voll und fährt dahin und zieht ein. Und ich hoffe, das klappt alles, denn morgen oder übermorgen wird das in die Wege leiten und er schickt mir dann alles an Prospekten, Informationen zu und das, was er von mir noch braucht. Und ja, dann haben wir noch gesprochen darüber, wie denn unsere Fortschritte beim Studieren oder Lernen vor sich gehen. Und da er halt von morgens bis abends noch arbeitet, und ich weiß, wie es ist, beim Wayne zu arbeiten. Das ist 7 Tage die Woche, von morgens bis abends. Und da hat man mal ein paar Pausen, wenn das Wetter schlecht ist oder auch nicht. Er kommt nicht so gut voran. Was mich
ein bisschen beruhigt, weil ich habe ja Schwierigkeiten, ein paar Wörter zu verstehen. Manchmal muss Vokabeln nachgucken und weiß immer noch nicht, wie eine Turbine richtig funktioniert. Also einigermaßen schon, aber naja, ich habe da auch nicht gerade keine Schwierigkeiten mit. Okay, das Problem, was ich heute hatte und was mich heute am meisten in Unruhe versetzt hat, scheint gelöst zu sein. Und dann habe ich sogar einen Roommate, der für die gleiche Company arbeitet, morgens den gleichen Weg hat, abends den gleichen Weg hat und dann die ersten 3 Wochen auch genau das gleiche studieren muss und lernen muss wie ich. Sehr gut, das beruhigt mich sehr. Problem gelöst. Weiter geht's. Ja, sieht man nicht so gut. Man sieht den Taschenlampenstrahl. Das bedeutet, das ganze Wohnzimmer ist mal wieder voller Rauch und es kommt wieder rein durch den Kamin. Draußen stürmt es wie bekloppt. Es war ja angekündigt mit Regen und allem, aber dass der erste Teil des Abends so perfekt verlief, lag wohl an der Windrichtung, die scheinbar gedreht hat jetzt während der Nacht. Wohnzimmer voller Rauch. Normalerweise steht der Rauch nur oben im oberen Drittel und der untere Drittel ist frei. Deswegen hatte die ja noch da auf der Couch gepennt, wo es schön warm war. Aber jetzt muss ich die Tür aufreißen. Eingangstür steht offen, um hier frische Luft machen, denn ich war hinten im Lernzimmer und bis dahin zog der Wind bzw. der Rauch. Ich habe keinen Bock, dass hier nachts um 3 Uhr gleich der Feueralarm losgeht, der ja nicht losgehen kann durch unsere Abdeckung. Und hier im Wohnzimmer ist ja nichts. Das heißt, hier kann der Rauch drin stehen, wie er will. Hier kann sogar ein Feuer sein und kein Alarm geht los. Feuer ist hier natürlich nicht, aber Qualm ohne Ende. Jetzt geht's einigermaßen. Ich meine, das wird weiter reinkommen, sobald ich die Tür zumache. Aber die Lehre ist erstmal vor einer Kohlenmonoxidvergiftung und sonst was. Sicher, und es tut wahrscheinlich auch ihrem Husten nicht allzu gut, hier in dem Qualm zu liegen. Furchtbar, dass der Kamin nicht funktioniert, wenn es draußen heftiger weht. Ziemlich nervig, besonders wenn es auch kalt ist. Also ab ins Bett und kann man nichts machen. Immer noch ziemlich viel Glut leider im Kamin. Es wird noch eine Weile glimmen und Qualm verursachen. Mist.